Also 2018 war, glaube ich, für uns alle sehr absurd, nenne ich es mal, weil wirklich keiner am Anfang damit gerechnet hat. Wir waren alle sehr zuversichtlich, dass Mike der Richtige ist als Trainer. Aber eben aufgrund auch der vielen neuen Spieler, neuer Trainer, haben wir gesagt, gut, wenn es Platz 4 oder 5 wird, wenn es 3 wird, ist auch super. Wir sind ja alle realistisch und haben gesagt, gut, neuer Trainer, klar, er kannte die Mannschaft schon. Aber es ist ja trotzdem noch mal was anderes, er bringt ja trotzdem noch mal was Neues mit. Und dann eine halb ausgetauschte Mannschaft. Wir waren ja die Jahre vorher sehr dicht dran, auch immer an der deutschen Meisterschaft oder nie so weit weg. Und gerade dieser Wechsel von einem doch erfahrenen Trainer wie Lubo zu dem Co-Trainer Mike war in der Außenwirkung schon risikobehaftet. Aber ich muss sagen, wenn man gesehen hat, wie Mike sich auf diese Aufgabe vorbereitet hat, dann war das ein guter und wichtiger Schritt. Als Cheftrainer dann zu sein, ist, glaube ich, halt alles andere als einfach. Ich glaube aber, dass er ein offenes Ohr hatte für uns Spieler und das dann nach seiner Art und Weise gesteuert hat. Er blieb auch die gesamte Saison über immer ruhig und man hatte das Gefühl, er hatte echt einen Plan. Die Hinrunde war eigentlich so, wie es jedes Jahr war, die letzte 5, 6 Jahre. Also viele richtig starke Spiele, gute Spiele gegen Spitzenmannschaften und dann ein paar Mal ausgerutscht irgendwo, wo man halt nicht Punkte verlieren darf, wenn man über die Meisterschaft spielen möchte. Ja, das erste halbe Jahr war ja sehr schwierig. Viele Spiele verloren, haben auch nicht so gut gespielt, hatten, glaube ich, schon 10 Minuspunkte nach der Hinrunde. Es war auch eine Saison, wo viele Sachen gut lief, aber wo wir eigentlich auch über Strecken dann eigentlich auch weit hinterher liefen und wo man eigentlich dachte, es wäre alles vorbei. Alle haben dann auch immer gesagt, so, die anderen sind Favoriten, Kiel und die Löwen und wer auch immer dann da war, so, das sind so die Meisterschaftskandidaten und Flensburg, naja, ist dann halt auch da. Aber wir waren ja immer am Ball und immer dicht dran tatsächlich. Die ewige Zweite und das hat schon ein bisschen genervt. Also in meiner letzten Saison sah das ja auch so aus, dass das wahrscheinlich noch ein zweiter Platz wurde. Aber dann einen schönen Donnerstagabend wurde das ja auf eine Sekunde plötzlich ernst wieder. Wir dachten, wir waren weg. Ja, dann hat Rhein-Neckar dann zu Hause gegen Melsungen verloren. Und ja, dann, also den Abend kann ich noch erinnern. Und ich hatte ja fast Puls 200, glaube ich. Sind die jetzt so, wenn wir dann da gewinnen und die dann da, vielleicht unentschieden und am besten wir da, wenn da noch mal ein Punkt fallen gelassen wird. Und so kam es dann ja auch. Und wir waren wieder dran und hatten wieder die Möglichkeit, selber was zu erreichen. Und das hat man deutlich auch gespürt. Und dann war das große Gefühl uns in der Mannschaft war, glaube ich, wenn wir das jetzt nicht gewinnen, dann gewinnen wir nie was. Dass der Wille in der Mannschaft und beim Trainerteam bei uns allen da war, Meister zu werden, das hat man schon gespürt. Und insbesondere die letzten Monate haben eigentlich alle nur noch auf dieses Ziel hingearbeitet. Und ich glaube, ganz, ganz viele konnten die letzten zwei Monate auch nicht mehr richtig schlafen, weil dieses Ziel vor Augen war. Es war so schwer auszuhalten, diese Hoffnung, dass die Mannschaft die Nervosität, dass die nicht zu doll wird, dass sie nicht doch zu viel Angst kriegen, sage ich mal, vor dem Druck. Und das letzte Spiel war dann ja auch frisch auf Köpping, die dann nur mit 9 Spielern angereist sind und im Vorfeld der Alte schon gedacht haben, so komm, das wird ein Selbstgänger. Und das war es dann tatsächlich nicht. Ne? Es gab, glaube ich, ein paar Tage vorher einen Zeitungsbericht in der SAZ. Da war ein Bild von der Nordtribüne und da stand auch drüber Flensburg vor der Explosion. Und genauso war das. Also das war wirklich, da war richtig Dampf auf dem Kessel. An Tagen, wo es hier gebrannt hat, hat es auch ordentlich gebrannt in der Halle. Und das sind Gänsehautmomente gewesen, die man kaum in Worte fassen kann. Du kamst zur Halle, der Bühne war schon aufgebaut, dass dann 2000 Leute vor die Halle und alle wussten, hol diese Schale und dann lass uns richtig feiern. Wir wussten ja auch, verlieren wir dieses Spiel, dann wäre das ja eine Katastrophe. Die Gegner hat uns sogar bei Mitte schon vor Aufwärmen Glückwunsch gesagt. Und dann sage ich, hey, lass uns erstmal spielen. Ich weiß noch, dass wir draußen vor der Halle eine riesen Bühne vorbereitet auf 15.000 Menschen aufgebaut haben. Und ich habe davor eigentlich gedacht, puh, wenn das heute in die Hose geht, glaube ich, fahre ich erstmal nach Sibirien. Wir haben eigentlich, wollten wir als Zuschauer, ich sag mal, in der Halbzeit anfangen zu feiern. Das ging aber nicht, weil die Göppinger sich dann mit ihrem Rumpfkader gewehrt haben, was man gar nicht so richtig erwarten konnte. Und du merktest schon, dass die Mannschaft unheimlich angespannt war, klar. Weil in dem Moment hatten die das meiste zu verlieren, trotz der Überraschung, dass es überhaupt dahin gekommen ist. Das hat man über die ganze Fläche gesehen, dass alle waren hammernervös und
vielleicht hatten kurz Angst, um diese Sache zu gewinnen. Man hat das so gesehen, dass wir wirklich gespürt haben, dass diese Möglichkeit, die wir jetzt bekommen haben, kriegen wir gefühlt nie wieder. Und das hat man auch im Spiel gesehen, finde ich. Das war auch total, wir haben alle gezittert und das war auch total nervös. Da konnte man wirklich merken, aber das macht diesen Verein ja auch aus, der also wirklich Charakter hat, da merkte man, das sind alles Menschen. Und alle haben denen ja gehofft, so, wir brauchen jetzt nur noch Gewinn, dann haben wir es. Aber das war wirklich knapp da an dem Tag. Ich persönlich denke an ein Halbzeitinterview, wo wir in der Halbzeit nicht weit davon entfernt waren, nicht deutscher Meister zu werden. Und Lars Christiansen neben mir saß auf dem Stuhl und sagte, oh, ganz ruhig, das schaffen wir schon ganz locker. Das war nachher nicht locker. Mann, war das schwer. Also das war richtig schwer. Ja, 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 es wird was und oh mein Gott. Und an dem Tag habe ich nicht wie sonst auf meinem normalen Platz gesessen. Ich wollte dieses Spiel ganz alleine erleben. Und ich habe mich nachher geärgert, dass ich da oben gesessen bin. Ich hatte mit niemand, den ich anschreien konnte. Ich hatte niemand, den ich fragen konnte, was meinst du jetzt? Und so. Es war ein ganz schwieriges Gefühl, durchzustehen die letzten 10 Minuten. Das sage ich Ihnen echt. Du hast immer versucht zu sagen, das ist ein Handballspiel. Bleib ruhig, spiel ordentlich, dann gewinnen wir das. Und muss das nur über die Linie bringen. Und, aber das war schwer genug und das war so emotional. Also sowas habe ich nie probiert. Am Ende des Tages ist ein Spiel wie jedes andere, nur der Ausgang ist halt ein bisschen wichtiger. Und wie gesagt, für uns, für Thomas, zum Beispiel für Jakob oder für mich, die dann den Verein verlassen haben, so war das natürlich was ganz Besonderes. Und als dann der Abpfiff kam und wir das Teil mit einem Tor gewonnen haben und Mogensen rennt über den ganzen Platz zu uns vor die Tribüne, hängt sich ins Netz, weil das sind alle Dämme gebrochen. Also es war unbeschreiblich. Ich erinnere mich einfach noch an den Moment, wo die Konfettibomben von den Seiten einfach hochschossen und wir alle im Kopf hatten, oh, das hat funktioniert. Wow, es hat funktioniert. Irgendwie sind wir Meister. Ich weiß, ich war dann erstmal ruhig eine Zeit, weil man sieht, wie alles explodiert, wie Konfetti durch die Luft fliegt. Und man realisiert das dann richtig, wenn man die erste Bierdusche kriegt. Das war schöner als Weihnachten, Geburtstag und alles andere zusammen. Also gibt kein geileres Gefühl. Teilweise kamen Erinnerungen natürlich hoch von 2004. Aber es ist ja wieder ein ganz anderer Handball. Eine Genugtuung, Entspannung, eine Art innere Befriedigung ist da ja doch da. Das ist ganz klar. Und nach so vielen Jahren dürfen wir uns tatsächlich auch endlich mal Meister nennen und nicht ewiger Vizemeister. Und das war unglaublich. Also das war wirklich ein unglaubliches Gefühl. Ich kriege jetzt Gänsehaut. Also davon kann ich noch nicht reden, ohne dass ich immer noch... Also ich wäre auch immer wieder emotional, wenn ich darüber rede, weil das war für mich viel mehr als nur Handball. Das war eine Art zu leben. Alles kam mir raus und das war so schwer zu kontrollieren. Auf der Bühne zu stehen mit den ganzen Fans war unglaublich. Mit der Schale und irgendwie so diese Abschiedsvideos, das war sehr emotional. Gemeinsam haben wir da so eine Gefühlsmischung von Euphorie, Freude, Erleichterung, alles auf einmal, dass wir das in so vielen Jahren zusammen geschafft haben. Man hat auch irgendwo ein gewisses Maß an Erschöpfung irgendwo gespürt, auch bei den Zuschauern, weil die waren einfach platt. Es war natürlich auch irre heiß und es war irgendwie so nervenaufreibend, dass man hinterher erstmal, also ich habe wirklich 2 Stunden gebraucht, um überhaupt erstmal wieder runterzukommen. Letztendlich war die ganze City hier im Ausnahmezustand, weil es natürlich vielen so ergangen ist wie mir. Es ist endlich vollbracht und wir waren endlich dran und haben es auch richtig krachen lassen. Die SG ist sehr fannah, man kann eben die Schale auch anfassen direkt danach und man kann sich mit den Spielern unterhalten und so wächst eben alles zusammen und das ist eine große Familie und irgendwie ist man ein Stück weit auch mit Deutscher Meister geworden. Also, Gott, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Das war schon der Wahnsinn. Also ich als Frau natürlich auch mit leicht feuchten Augen und das kann man gar nicht in Worte beschreiben, was dann wirklich in einem vorgeht, wenn man wirklich auch nach so langer Zeit und auch so einer knappen Geschichte dann Meister wird. Das ist einfach pure Freude und auch Emotionen, das dann wirklich erreicht zu haben. Und wirklich fassen konnte man das, glaube ich, tatsächlich erst Tage später. Das geht nicht sofort zu Ende. Da ist immer noch ein bisschen mehr da. Das sind die schönen Momente, aber genießen, das will ich bei der Gelegenheit sagen, tut man das eigentlich erst danach. Das war natürlich die Krönung am Ende meiner Zeit, irgendwie nochmal die Meisterschale in den Händen halten zu können, wofür wirklich
jahrelang gekämpft haben und irgendwie hat es nie geklappt. Schöner hätte ich es mir ja nicht ausmalen können. Ist ja schon ein bisschen kitschig, muss man sagen.